Meine Operation ist jetzt knapp 2 Monate her. Wie geht's dir seitdem? Mir geht's gut seitdem, wie man sehen kann. Aktuell hast du noch etwas Schwellung? Ja, ein bisschen. Hier oben noch ein bisschen, aber wird langsam immer besser. Was hat sich so seit der OP für dich verändert? Seit der OP, dass ich jetzt besser kauen kann. Also ich habe, wie gesagt, vor locker einem Monat ungefähr zum ersten Mal Salat gegessen. Und Salat kauen, das Gefühl von Salat kauen, was ich 18 Jahre nicht hatte, war übelst geil. Also ich kann mir vorstellen, wie cool es gewesen sein muss für normalen Menschen, Salat zu essen. Weil das Gefühl von der Struktur von dem Salat auf den Kiefer, auf den Zehen zu haben, ist unendlich geil gewesen. Nee, das wirklich, jetzt mal ehrlich, du hast noch nie Salat kauen können? Nicht, nee, noch nie. Ich habe ja keinen Kontakt gehabt. Meine ganze linke Seite hier hatte ja keinen Kontakt. Also, und ich habe einen Unterbiss gehabt. Also ich konnte halt, also weißt du wann, ich habe jetzt, gestern, ja, das erste Mal, nee, ich müsste jetzt lügen, ich habe letzte Woche schon einmal, aber gestern habe ich mal richtig einen ganzen Salat wieder essen können. Also ich weiß, wie es dir ging, 4 Monate lang. Ich konnte halt nicht kaum, weil dieses, ja, kleine ging bei mir auch nicht mehr. Oder? Das ist krass, oder? Kann ich jetzt erst wieder. Ja, das ist krass. Salat kauen ist, also ich, ohne Witz, ich könnte jetzt locker jeden Tag Salat essen, weil das Gefühl, die Struktur von dem Salat, dieses Knirschen ist so angenehm einfach. Und also das war so mein geilstes Gefühl nach der Kiefer-OP, was sich für mich verändert hat. Außerdem kann ich jetzt einfacher lächeln, weil mein Oberkiefer ist weiter vorne. Und dadurch ist sogar die Funktion, nicht nur das Psychische, dass ich nicht lächeln möchte, auch die Funktion, dadurch, dass meine Lippen nicht so viel Arbeit haben, weil mein Kiefer weiter vorne ist. Verstehst du das? Ne? Verstehst du das? Ja. Und deswegen ist es einfacher zu lächeln, auch von der alleinigen Funktion her. Ist es einfacher zu lächeln. Das ist auch ziemlich positiv. Was machen die Schmerzen oder irgendwas? Nix, du hast ja nichts gehabt. Ich habe, ne? Ja, also ich habe das große Glück, dass ich, also ich weiß nicht, ob ich einfach sehr abgehärtet bin oder so, aber... Nein, du hast einfach so eine super Heilungsgenesung, also das ist ja bei dir alles. Natürlich so. Habe ich Schmerzen und alles gehabt, Kopfschmerzen drum und dran, aber ich, für mich habe das, ich, wie war halt, für, ich habe das Glück, dass es eben nur sehr kurz war, wahrscheinlich. Ja, guck mal, was man so liest in diesen ganzen, ja, Foren, gerade bei Facebook, diese B-Max-Gruppe. Der, also ich glaube, ein minimaler Unterschied ist auch wirklich zwischen Männern und Frauen. Das ist ganz, klar, komisch, dass die Heilung bei Männern irgendwie immer ein bisschen schneller oder besser verläuft. Und bei den Frauen kannst du wirklich locker 95% sagen, dass die alle irgendwie was Taubes im Gesicht haben, taube Lippen. Und zum Teil, steck mal dir, wie viele Finger kannst du so breit bei dir reinstecken? Du kriegst sogar schon 3 rein. Weil bei der B-Max-Gruppe, zum Teil nach 2 Monaten, kriegen manche nur 1 Finger rein. Nach 2 Monaten. Die können so auf. Das, ja, ist heftig. Und deswegen ist es bei dir, du bist echt so ein Glücksfall. Ja. Ja. Also ich bin jetzt seit 2 Monaten aus der OP raus. Am 13.06. war die Operation. Wir haben jetzt fast den 13.08. Wir haben jetzt den 10.08., sprich 3 Tage vor 2 Monaten. Und ich fange jetzt in einer Woche wieder an zu arbeiten. Nächste Woche ist meine letzte Genesungswoche, in der ich nur Schule habe, noch keine Arbeit. Und dann ab dem 19.08. fange ich wieder mit der Arbeit an und dann fängt die Integration nach der OP in den Alltag wieder an. So für mich. Ich mache jetzt auch fast, also ich habe sehr hohes Sportpensum gehabt in den letzten 2 Wochen insbesondere, weil ich da mich wieder reingesteckt habe in den Sport und... Muss halt Werbung für mich machen. Werbung für dich? Klar, machen wir. Wie ist es bei der Vergelbung bei dir? Hast du es gemerkt, dass Zähne gelber werden? Also nach der ersten Operation? Und wodurch lockert dieses Thema gelbe Zähne? Das ist ja auch, warte, ein krasses Thema, worüber man reden könnte. Genau, also in meinem Video gehe ich nochmal ein bisschen näher darauf ein, was man so alles vor der OP braucht. Also wo das bei mir richtig doll verfärbt ist und auch richtig, ja, also ich habe richtig braun, das sieht also genauso, echt, braun wie die Flasche, ja? Echt? Ist halt das Zeug. Ja, wie lange hast du es genommen? Na, bei mir wegen dem Loch, ich habe es ja über 3 Monate. Es ist doch für alle dieses Entzündungshemmende, das ist gegen die Entzündungen, die entstehen. Naja, nein, es tötet, Wunden, es tötet einfach alles. Das ist eine antiseptische Lösung, die, ja, einfach alle Bakterien abtötet, aber halt auch, ne, auch die guten, auch, ja, die, ja, guten Sachen. Ja. So, Dioxidin Forte ist das. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Das habe ich bestimmt auch schon mal bei 2 OPs auch schon gehabt. Aber nie so lange nehmen müssen wie du. Zur Verminderung von Bakterien in der Mundhöhle, als unterstützende Behandlung zur mechanischen Reinigung bei bakterienbedingten Entzündungen des Zahnfleisches, Gingivitis und der Mundschleimhaut nach chirurgischen Eingriffen
im Zahnhalteapparat bei eingeschränkter Montiergenefähigkeit. Das ist ja alles gegeben nach so einer Operation. Ja. Und am Anfang nimmst du das ja nur, weißt du, schon mal schon nur so. Ja. Also ich konnte meinen Mund nicht schließen, deswegen ist es immer rausgelaufen. Ja. Ich musste es halt aufgrund meiner mit dem Loch, was denn in meiner, meinem Video genauer erklärt wurde, ich musste das halt 3 Monate nehmen. Und ich musste das Zeug mir hier reinschritzen. Ja. Ne? Also es, ja. Und hast du abends nicht den Zähne davon erholen können bis jetzt? Oder würdest du sagen, nee, die sehen einfach so verfärbt aus. Das geht erst, wer können sie es reinigen lässt. Das ist die Frage, ob es dann wirklich komplett wieder danach gut aussieht quasi. Also Patricia, die ich auch kennengelernt habe durch unseren Chirurgen, ja, also die ich ja sogar vor dir kennengelernt habe, die hatte ja eine Zahnreinigung mit der Zahnspange und ihre Zähne sind, das geht dann halt weg, angeblich nach der Zahnreinigung. Okay, so. Okay, so viel dazu, Jennifer. Weitere Dinge könnt ihr ja in dem Video von Jennifer euch mal angucken, verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Genau, bei mir ist eben die Zahnverfärbung auch, zumindest merke ich es, besonders im oberen Bereich, oben und unten, am Zahnfleisch extrem stark. Gefühlt nach jedem Essen habe ich instant sofort gelbe Zähne. Nur wirklich der Moment nach dem Zähneputzen, da fühle ich mich einigermaßen sauber im Mundraum. Aber direkt danach ist eben alles so dreckig, fühlt sich zumindest so an. Ist ja bei dir ähnlich, glaube ich, oder? Ja, bei mir ist das richtig schon durch die Gene oben. Also Patricia und Victoria haben damals halt zu mir gesagt, da war ich ja noch ganz frisch nach der OP. Ja. Da ist es auch nicht ganz so schlimm. Die haben halt immer gesagt, du hast einfach irgendwann immer so einen faulen Geschmack im Mund und immer, du fühlst dich immer dreckig. Ja, ja, auch so. Die haben gesagt, das kriegst du irgendwie nicht mehr, weil durch die GNE ist es halt sozusagen irgendwie noch schlimmer, weil du kriegst es nicht wirklich sauber. Weil irgendwann, du machst ja deine, hier diese Spülung, hier wäre es die Munddusche und so. Ja, ja. Aber sind wir mal ehrlich, da lagert sich ja trotzdem oben alles ab, da kommt, wie willst du da richtig hinkommen? Du hast es ein halbes Jahr drinne, da lagern sich Essenreste ab und was. Essensreste stinken und genauso fühlt es sich halt einfach an und ich habe die ganze Zeit einfach das Gefühl so, ich würde am liebsten nur so, ne? Mund zu. Hm. Kenn ich. Du bist jetzt im 2. Monat Post-OP, was isst du denn jetzt schon? Okay, weil wie gesagt, man soll es ja nicht unbedingt also ein Beispiel nehmen, ja, genau. Eigentlich isst du schon Sachen, die man eigentlich erst nach einem halben Jahr, glaube ich, richtig essen wollte, aber... Das Problem ist, es ist noch ein bisschen schwierig. Also ich harten Sachen abbeißen würde ich immer noch nicht machen, weil es fühlt sich einfach falsch an. Weil wenn ich hier vorne die ersten beiden Zähne als Abbeißfunktion nutze, habe ich sehr starken Druck auf den ganzen Kiefer sofort. Auch nicht machen, deswegen, also es fühlt sich, ich mache es ganz nach Gefühl. Wenn es sich gut anfühlt, zum Beispiel schon zu kauen, zum Beispiel sowas wie Datteln zu kauen oder was kommt noch als Beispiel, so Brot kann ich ja schon kauen. Aber keine harten Kanten. So zerdrücken. Es ist eher zerdrücken als kauen. Also ich habe gestern Brot, Reis und Erbsen und Karotten gegessen so. Und es war, bei den Kanten ist es eher ein zerdrücken als kauen, muss man wahrscheinlich ehrlich sagen. Aber ich habe Lust drauf gehabt. Also ja, das Thema Bimax-OP ist jetzt für mich im Kopf ein Stück weiter nach hinten gerückt, weil ich eben jetzt wieder an andere Dinge gebunden bin als diese Operation, die mich jetzt nicht mehr so stark beeinträchtigt. Jetzt ist eher die Lücken, die Zahnspangen und der Zahnspangendruck durch die Kieferorthopäden sehr präsent. Zumindest in den letzten Tagen geworden. Ich war auch vor 2 Tagen bei meiner Kieferorthopädin und jetzt fängt sie an, die ganzen Lücken zu schließen, die bei der GNE vor 7 oder 8 Monaten entstanden sind. Das ist jetzt quasi die nächste Aufgabe der nächsten Monate. Und dann hoffe ich, Ende des Jahres meine Zahnspange los zu sein, also eventuell vor Weihnachten noch, wenn ich Pech habe, erst nächstes Jahr am Anfang, aber das werden wir dann sehen. Ich werde sie lieber länger drin lassen, als zu kurz rausnehmen, weil lohnt sich nicht, die zu kurz rausnehmen und dann noch ein paar Rückschnitte zu haben von der GNE, sprich Lücken, und dann später nochmal einzusetzen. Ich würde es lieber dann einmal komplett haben und wenn es länger dauert, ist es kein Problem. Ansonsten war es das von mir. Samuel Lift ist out of lifting. Jennifer ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Haut rein, Freunde, schönes Jahr euch noch. Euer Samuel Lift und Jennifer.